Servusle, willkommen zurück bei Lego Worlds mit eurem Voucher und Mim. Alterle, heute holen wir uns den Walddrachen, der vorletzte Drache, der uns in der Sammlung noch fehlt. Ich habe wieder einen Seed ausgewählt, den ihr bei euch auch benutzen könnt, eurem Wunsch entsprechend. Auf Vouchkadrasse ist heute die Baurunde. Wir müssen das Headquarter neu aufbauen. Ich habe es abgerissen, zeige ich euch gleich. Wir haben das Trollgefängnis, das müssen wir umziehen. Eigentlich muss alles ein bisschen neu organisiert werden. Das schauen wir uns jetzt gleich zusammen an. Abschließend noch ein paar Worte zum Voting. Wir haben immer noch das Biom-Voting auf der Homepage. Ihr erinnert euch, drei Biome sind für die nächste Adventure-Runde zum Auswählen da. Die machen wir auch die Woche, weil mir geht langsam die Knete aus. Jeder, der noch mitmachen will und abstimmen möchte, jetzt auf meiner Homepage, kein Problem. Viel Spaß jetzt mit dem Clip, haut rein und wir sehen uns. Wir sind auf einer Random-Welt-Fantasiewald, Leute. Hier ist der Drache, der Walddrache. Gleich beim ersten Mal auf der ersten Welt, die ich gespawnt habe, ist er erschienen. Ich hoffe doch, dass ich den jetzt auch mal irgendwie platt kriege noch. Ich habe so leichte Probleme hier mit dem Zielen. Komm her! Jetzt haben wir ihn. Er wehrt sich natürlich. Er wehrt sich. Oh, wir sind zu nah dran. Das ist scheiße. Das ist scheiße. Ist gut, Alter. Ist gut. Wir wollen doch nur mit dir spielen. Truthahnkeule dürft ihr natürlich wie immer nicht vergessen. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Wie soll ich den scannen? Wie soll ich den jetzt scannen, Leute? Ich muss doch. Hallo. Ich probiere es mal, vielleicht geht's. Es geht natürlich nicht. Wir müssen ihn tatsächlich nochmal platt machen. Hier, zack. Mit dem Visier geht es dann natürlich ein bisschen besser. Gerade eben ist er mir auch schon einmal despawned, der junge Mann. Jetzt haben wir ihn, jetzt haben wir ihn. Der Walddrache gehört gleich uns. Wir haben nur ein Problem, Leute. Ich habe kein Geld mehr, um zum Freischalten. Jetzt muss ich aber kurz hin, ganz kurz Konzentration. Truthahnkeule, Truthahnkeule. Jetzt gehört er uns, wir können ihn scannen. Nur nicht freischalten, weil der Voucher keine Knete mehr hat. Aber. Aha. Da habe ich natürlich auch schon vorgesorgt. Wir haben ja noch ein Biom-Voting laufen auf der Homepage, ne? Für jeden, der mitmachen will. Wir haben ein Voting für Biome. Drei Biome sind dann immer ausgewählt für eine Adventure-Runde. Die machen wir dann Freitag oder Samstag. Und da bringe ich dann auch vom Odiok83 die Tipps mit rein, wie man an Knete kommt. Machen wir einen Clip, komplett Adventure und Geld. Ja? Für alle, die das Kommentar lesen wollen, war beim Zuckerdrache, als wir den geholt haben, habe ich es angepinnt, ne? Da könnt ihr es mal lesen. So, ihr habt jetzt tatsächlich den Fantasiewald-Seed hier auch, könnt da reingehen, den Drache suchen und euch holen. Wir gehen jetzt zurück nach Vouchkadras. Auf Vouchkadras wartet hier die nächste Baurunde auf uns. Da machen wir jetzt ganz, ganz gemütlich. Wenn Fragen sind, Anregungen, was auch immer, schreibt in die Kommentare. Wenn ihr Fragen habt, die Community hilft euch da bestimmt. Und wenn nicht, kann ich auch immer noch ein bisschen recherchieren und gucken und euch weiterhelfen, wenn irgendwas unklar ist. Hier haben wir jetzt jedenfalls den Walddrache. Jetzt fehlt uns noch einer und den probieren wir dann in dieser Adventure-Runde zu holen, so aufs Wochenende hin, ne? Den Wasserdrachen. So, viel Spaß mit der Baurunde. Vouchkadras, meine Freunde, Vouchkadras. Hier habe ich viel, viel verändert jetzt. Ich habe ganz viel nochmal abgerissen, hauptsächlich an der Mainbase. Ich zeige es euch jetzt am besten, weil nur wenn ihr im Bilde seid, könnt ihr natürlich auch mit Ideen aufwarten. Hier haben wir jetzt im Prinzip eine Plattform. Auf dieser Plattform wird unser Hauptquartier angelegt, ne? Ich gehe mal ins Baumenü, da lässt sich's am besten zeigen immer. Wir haben hier eine Rampe von unten nach oben. Ja. Wir kommen also vom Gefängnistrakt direkt hier hoch. Hier werden wir so ein bisschen ein Verwaltungsgebäude hinbauen und hier oben tatsächlich dann im Alderle sein Haus, da wo er wohnt. Und von da aus kann er dann runterschauen. Ja. Jetzt pass auf. Hier habe ich tatsächlich alles abgerissen, was ich hier unten gebaut hatte. Ihr erinnert euch, da war das kleine Hauptquartierle, das habe ich weggemacht. Ich bin hierher gegangen und habe unsere Säulen gesetzt, einfach auch um das Design so ein bisschen über die ganze Insel zu verteilen. Hier habe ich schon mal mit so Stalaktiten und Stalagmiten probiert, ein bisschen Flair reinzuholen. Jetzt sieht man das nicht so schön. Wieso stehst du unten? Ja, es ist auch wieder ein Troll abgehauen. Die Gefangenen hinten sind auch wieder raus. Die waren ganz lange drin, sind aber dann flöten gegangen. Ja? Das heißt, das lassen wir jetzt erstmal so. Wir müssen hier sowieso einiges präparieren. Ungefähr hier war ich im Baumenü und da kann ich euch das Gesamtareal mal zeigen. So. Pass auf, wir werden jetzt da hinten das Ding erstmal wegfärben. Ja? Das darf nicht so hell sein. Das muss wieder Stein sein, dass es dazu passt. Dann kommt eine dritte Zelle hier drauf. Das wird irgendwann doppelstöckig. Das komplette Trollgehege muss mittiger gesetzt werden, ja, also mittig zu dieser Zelle. Erinnert ihr euch oben an die kleinen Zellen, wo der Geist drin war und so? Die werden wir hier aufbauen. Wahrscheinlich sogar zweireihig. Da werden wir kleinere Zellen aufbauen, weil das mit den großen funktioniert nicht. Und in den kleinen sind die ja drin geblieben. Hier kommt man dann die Rampe hoch. Hinten ist der Verwaltungstrakt. Oben drauf im Alterle seine Hütte, kleiner Helikopterlandeplatz. Und er kann dann hier runterschauen. Das habe ich mir so weit überlegt. Und ihr seht, hier habe ich den Zaun tatsächlich schon mal hingezogen. Hatte ich ja davon gesprochen, dass ich das Areal, beziehungsweise doch Areal, jetzt hätte ich fast wieder Arsenal gesagt, dass ich das hier komplett einmal einrahmen will. Ja. Habe ich hier schon mal angefangen, kommt drüben auch. Und dann geht es natürlich hier ganz normal, standardmäßig, wie wir es gesagt haben, durch den Berg. Ihr seht auch hier,
Und da drüben am Tor ist mal ein Missgeschick passiert. Ich habe da irgendwie Eis oder Schnee draufgeschmissen. Jetzt ist das ganze Tor zerfressen, ne, wie ihr seht. Ich habe es probiert zu reparieren. Da müssen wir ein neues setzen. So, hier ist auch noch nicht wirklich viel passiert, weil da muss ich ja Doppelwände reinziehen. Eine hintere Wand ist fertig. Hier vorne muss ich noch fertig machen, dass es zu ist. Das machen wir aber jetzt heute nicht. Ich möchte lieber an den Zellen noch mal ein bisschen was machen. So, und abschließend noch der Turm. Der ist auch soweit eingefärbt und fertig aufgebaut. Man kann jetzt hier... Können wir nicht mal irgendwie auf den Turm rauf mit dem Alderle? Alderle, schnappt dir mal irgendwas, wo du hochfliegen kannst. Da vorne, super. Genau, da kommt auch noch so ein Funkturm oben hin, wo er dann wohnen wird. Ne? Da möchte ich jetzt ein bisschen Hand anlegen heute. Wir haben ja einen Helikopterlandeplatz auf dem Tower. Das heißt, wir können hier wunderbar hoch. Ich habe nur noch keine Leiter runtergezogen. So, jetzt müssen wir nur mit dem Helikopter landen. Au, da sehe ich gerade noch was. Wir müssen die Farbe, seht ihr, hier ist heller, bläulicher und hier ist rosa. Das müssen wir noch ändern. Springen wir kurz raus. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen in die Ego-Perspektive, dass wir uns den Turm überhaupt mal angucken können. Also hier kann man dann, wenn man hier arbeitet, kann man patrouillieren. Man sieht also wunderbar übers Gelände, man sieht hier wunderbar rein in den Hangar. Hier drin müssen wir noch ein bisschen Elektronik setzen, da schauen wir uns mal. Ist jetzt der Grüne auch auf dem Turm? Ich dreh durch mit dem Kerl. Troublemaker, Mann, wo bist du? Da oben, ja, oben auf dem Helikopterlandeplatz hopft da rum. Komm her, Digga. So, alles klar. Das färben wir jetzt gleich um, sonst vergesse ich das. Und irgendwann haben wir eine Präsentation hier, ne? Und dann kann ich es nämlich nicht zeigen, weil ich es vergessen habe. So, pass auf. Wir schnappen uns dieses... Erwische ich das von hier? Ja, ich hab's erwischt. So, machen wir das kleiner. Dann müssen wir das hier nämlich in die gleiche... Bewegt sich hier schon was? Da hat sich doch jetzt überhaupt nichts bewegt. Noch einmal. So. Doch, es wird heller. Seht ihr es? Es verändert sich tatsächlich ein ganz kleines wenig. Das sind also Handgriffe, ne? Die muss man machen, weil ich es liegen gelassen habe. So. Hier ist jetzt alles soweit hoffentlich hellblau und nicht mehr rosa. Alles klar. Man sieht es nur ganz fein, aber jetzt sieht es dann doch um einiges besser aus. Ich scroll mal hoch. Alles klar. Kommt in den Helikopter, Digga. So, wir verlassen diesen Bereich und gehen rüber in die Gefängnisgeschichte. Jetzt setzen wir als allererstes mal das Trollding neu. Das muss mal mittig ersetzt werden. Das klebt zu weit vorne. Aber das wusste ich ja noch nicht. Ich finde den Eingang übrigens mit den Säulen richtig gut, ne? Das ist der Helikopter in der Luft. Das wollte ich auch nicht. Hier habe ich nämlich eine Hilfslinie mal gesetzt. Wenn wir das komplett darüber spiegeln, müsste ich das alles weiter rausziehen und die Landebahn nochmal neu aufbauen. Und ich will es aber nicht wirklich noch weiter rausziehen. So, als allererstes hauen wir mal den Troll kurz weg. Komm. Ich habe doch gerade gehabt. Tschüss, Dickerle! Das komplette Trollgehege möchte ich weiter raussetzen. Das heißt, wir müssen es uns tatsächlich erstmal kopieren. Und dann hoffe ich, dass ich das komplett kopiert kriege. Ich will es nicht nochmal neu präparieren müssen. Ne? Also, wie macht der Alderle das immer? Er nimmt sich ein Hilfsklötzle. Ein Hilfsklötzchen in Ehren kann niemand verwehren. Alter Spruch, immer noch gut. So, dann müssen wir die Kopiermaschine nehmen. Jetzt hoffe ich, so sehr, dass das funktionieren wird, was ich mir hier so vorstelle. So, passt es? Jo, das geht. Nee, es geht nicht, ey, Alter, wegen was? Wegen so ein paar Millimeter. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Wie viel fehlt denn? Oh, ist das übel, guck dir das mal an. Das will ich nicht so. Das will ich nicht so. Wir müssen das Hilfsklötzchen etwas bearbeiten. Wir könnten natürlich die Reihe dann auch außen nehmen. Ah, ist das bescheuert. Rückgängig, was auch immer du gemacht hast gerade. So, noch einmal Hilfsklötzchen. Am besten wäre es tatsächlich... Ich setze das hier hin. Mache das hier weg. Oh, ich will das jetzt nicht auch nochmal präparieren müssen. Aber wir müssen es versetzen. Das sieht sonst einfach nur bescheuert aus. So, hoch, rüber... Ne, es muss ja schon ein bisschen Symmetrie da sein. Es reicht einfach nicht. Es will nicht reichen, Leute. Alles klar, der Rest stückel ich halt an. Ich kopiere mir jetzt das ganze Ding. So, wir können es natürlich auch, wenn wir wollen, so setzen. Das sieht vielleicht sogar noch besser aus, wenn wir es so hinsetzen würden. Auf die Breite, weißt du? Ne, dann ist es mit den Eingängen blöd. Ich muss es jetzt aber mal hier hinsetzen erstmal. Erstmal muss es hier hingesetzt werden, damit wir da vorne Platz kriegen. Was fehlt denn jetzt hier? Oh, nee, oder? Guck mal, was der gemacht hat. Oh, es ist bescheuert. Wie sagt man so schön, wo ein Willi ist, ist auch ein Weg. Wir reißen es einfach ab, es geht nicht anders. Das heißt, ich muss alles, was hier oben rot ist, nochmal neu machen. Ist aber jetzt nicht anders möglich und mir ist es wichtig, dass es mittig sitzt. Aus dem Grund reiße ich es jetzt hier ab. So,
Weißt du, man muss ja entscheiden, wie man es macht. Und mir ist es echt lieber, wir machen es schön. Gehen die dann weg, wenn ich es so mache? Offensichtlich nicht. Alles klar, jetzt machen wir erstmal den Bereich sauber. Ne? Müssen wir jetzt. Müssen wir. Hier nehmen wir das Grau. Machen wir ein bisschen größer den Radius. Komm, Alterle, gib Gas. Okay, die Hilfslinie mache ich später weg. Die Dinger, die spawnen nicht gleich. Können wir aber auch später machen. So, jetzt wäre es nämlich wichtig, dass das Ding da in der Mitte sitzt. Aus dem Grund nehmen wir jetzt einfach ein frisches. Und da machen wir jetzt auch nicht lang rum. Es müsste, wenn das hier die Mitte ist. Das Problem ist, das Ding ist riesengroß. Und ich sehe es nicht richtig, weißt du, beim Setzen. Ich sehe es einfach nicht richtig. Ich weiß nur ungefähr. Wir können da ein bisschen weiter rüber gehen. Da ist die mittlere Zelle. Und dann setzen wir das einfach mit dem Mittelbalken hier dagegen. So. Ja, da haut's dich weg, Alter, ne? Mach mal die Lampen weg. So, jetzt schauen wir uns das mal an. Jetzt sitzt es nämlich arg weit drüben. Es sitzt sehr weit drüben. Es sitzt viel zu weit drüben. Und ich krieg's jetzt nicht mehr weg. Oh Mann, ey. Das ist das einzig Negative, finde ich, an diesem Steinsetz. Wenn die mal sitzen, musst du von Hand wieder abbauen. Es ist die Frage, wie es von oben aussieht. Ah nee, das kannst du so nicht lassen, Voucher. Wir sehen uns gleich nochmal wieder. 2 Stunden später sind wir tatsächlich fertig. Jetzt sitzt es auf jeden Fall in etwa mittig zu der Zelle. Wenn dann noch eine dritte hinkommt, wird es gleichmäßig aussehen. Und es sitzt in etwa mittig zum Eingang. Ne? Mehr muss es auch nicht. Ein bisschen weiter rüber hätte es können. Aber es lässt sich nicht so genau setzen, wie ich es mir gewünscht habe. Was aber nicht weiter tragisch ist. So kann ich damit leben. Zur Not setze ich es ganz zum Schluss nochmal um. Es liegt ja frei. Ne? Es ist ja mit nichts angedockt oder so. Also man kann es einfach wegmachen und wieder hinmachen. So, pass auf. Jetzt würde ich dann fast noch sagen, wir setzen hier mal eine dritte Zelle. Ich weiß nicht, warum die schon wieder rausgekommen sind. Auf einmal standen sie vor mir. Ich vermute mal, wenn das komplett fertig ist, weißt du, dass wir es komplett unten einmal zugemacht haben mit Steinen, dass es dann wahrscheinlich geht. Ist halt ein Wahrscheinlichkeitsthema. Ich weiß nicht, ob es wirklich so sein wird. Ist hier noch ein Hilfsklotz? Nö, hier ist kein Hilfsklotz mehr. Warum nicht? Oben auch nicht. Nein. Dann setzen wir einen Hilfsklotz, weil wir so gerne Hilfsklötze setzen. Ich nehme den wieder. Ich habe das Gefühl, mit dem hat es besser funktioniert. So, pass auf. Den setzen wir hier hin. Und Kopiermaschine raus. Und einmal komplett unsere Zellen kopiert. Schawupp. Okay, hoch. Schawupp, ist klar. Kopieren. Jetzt können wir zumindest die Versuche rückgängig machen, falls es nicht hinhaut. Okay, dokey. Weiter rüber. Ich hoffe, dass wir da nicht jetzt auch nochmal anbauen müssen. Wie viel Abstand ist denn hier in etwa? 2, 4, 6, 8. Oder? 2, 4, 6, 8, 10. Eher 10. Ist natürlich klar, dass es hier wieder eng wird. Hammer. Dann muss man es da hinten auch nochmal anstückeln. Aber ist jetzt kein Problem. Schabubbel und Katzubbel. Gehen wir mal weiter rüber. Das haben wir jetzt hier etwa 2, 4, 6, 8. So würde ich sagen. Und dann in das. Wir setzen es einfach. Dann sieht man es am besten. Es sieht so aus, als hätten wir es eins höher machen müssen. Das sind die Fenster. Das ist normal. Damit habe ich gerechnet. Okay, dann nochmal 2, 4, 6, 8, 10. Ist gut. Hier rüber. So. Und eins hoch. Noch eins hoch. Ne, jetzt wieder eins runter. So müsste es passen. Nein! Ist halt ein Geduldsspiel manchmal, aber ich denke mal, jeder von euch, der so mit seinen Projekten zu tun hat, wird das schon wissen. Da erzähle ich nichts Neues. Ist es jetzt fertig? Sitzt es jetzt richtig? Es hat nicht alles mitkopiert, was nicht so tragisch ist. Sieht aber aus, als ob es passt. Alterle, geschultes Auge, mein Freund. Sitzt das auf demselben Ding? Ne, sitzt es nicht. Doch, es sitzt auf demselben Ding. Hier fehlt nur ein Stück, ne? Ist aber kein Problem, das holen wir uns gleich ran. Das holen wir uns gleich ran. Okay, passt. Passt, sitzt, wackelt und so weiter, hat Luft, sagt man. Raus. Hoch. Alles klar. Perfekt. 3 Zellen im selben Abstand ungefähr. Die rechte sieht aus, als wäre sie ein bisschen weiter raus. Aber das sind minimalistische Kleinigkeiten. Ne? Da legen wir jetzt und wer ist ja ein Spiel. Geht es ja hier nicht darum, dass wir... Ah doch, das passt doch, oder? Das passt in etwa. Jetzt will ich es natürlich genau wissen. Man kennt mich. Man kennt mich als den, der es genau wissen muss.
raus. Oh, bin jetzt erschrocken. So, Alter, dann geh mal rüber, zähl mal die Glötze. Das muss... Guck mal, hier ist auch ausgerissen, ne? Also alles kopieren tut's nie. So, jetzt pass mal auf, wie viel haben wir denn hier? Das ist ein Vierer. 4, 8, 9, 10, 11. Um 1 verrückt, oder was? Tja, nochmal eine Stunde später. Jetzt sitzen sie im selben Abstand. Gleich hoch, gleiche Höhe, gleiche Tiefe. Alles super, die Abstände hier sind auch gleich. Das war mir jetzt wichtig. Weil sonst sehe ich das immer, ne? Immer wenn wir dann zocken, werde ich das sehen. Ich werde auch das Trollgehege wahrscheinlich nochmal umspulen. Hier ist ungefähr die Mitte bei dem roten Strich. Aber da sind wir fast in der Mitte, ne? Das lässt sich wahrscheinlich so abbilden. Huch. Ja, geht da nochmal raus. So, jetzt haben wir hier drei Zellen. Wie wir die Doppelstöckigkeit erreichen, weiß ich noch nicht. Ich färbe jetzt mal den Gang hier weg. Das will ich mir noch anschauen, wie das dann aussieht. Ein bisschen kleiner sollte man den Radius machen, sonst haue ich die ganzen Zellen voll mit Farbe. Ich nehme an, dass das besser aussieht. Ich färbe das jetzt hier ganz bewusst einfach auch mit über zum Teil. Alles klar. Jetzt hängt es gerade wieder ein bisschen. Also ihr seht, die Farbe kommt viel später. Oh nein, das wollte ich nicht. Wobei es in Stein auch gut aussieht, habe ich gerade gesehen. Aber wir haben sie nun mal schon in Schwarzmetallic. So, Alterle. Das machst du super. Ja, hier also die Farbdinger, die mache ich dann später wieder drauf. Ich habe gedacht, es kommt besser, wenn wir es hell machen. Jetzt gefällt es mir nicht mehr. Wir kriegen durch die Säulen und durch die ganzen Lichteffekte, mit denen wir mittlerweile arbeiten, so viel Licht hier rein, dass mir das reicht. Ich dachte halt am Anfang, das wird nichts. Aber das wird. So, dann bleibt es nämlich grau. Vielleicht machen wir es sogar noch eine Stufe dunkler. Das muss man uns mal angucken. Mache ich aufs nächste Mal fertig. Jetzt haben wir unsere drei Zellen hier. Ihr habt gesehen, wie es weitergeht mit der Mainbase. Kontrollgehege haben wir umgesetzt. Hier vorne haben wir zu. Und hier, das können wir uns aber auch noch kurz angucken. Leider habe ich die aber nur in dieser blöden Farbe da. Und ich muss sie noch präparieren. Ne? Wo sind die? Hier, diese kleinen Gitterlen hier. Da haben die Gefangenen tatsächlich drin gehalten. Die werde ich auf so Sockel stellen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es mache. Wer ist denn das da? Guck mal, die ist auch entkommen wieder. Also das ist echt ein Scheiß. Es tut mir leid, das zu sagen. Aber so deutlich muss man das sagen. Es ist ein Scheiß, dass die Männle nicht bleiben, wo man sie hinspawnt. Hier habe ich gedacht, die setzen wir dann irgendwie so, weißt du? Natürlich kommen die auch wieder in der richtigen Farbe. Dann machen wir hier noch so. Oder soll man sie versetzt machen? Das weiß ich jetzt halt auch noch nicht. Ich sitze auch nur mal pro forma. Ich mache die natürlich wieder weg. Ich muss die erst präparieren. Die waren auch präpariert. So, und da machen wir eine ganze Latte hier vor. Ein bisschen erhöht werde ich sie machen, dass sie ein bisschen erhöht sind. Dann haben wir hier die normalen Gefangenen, die in Einzelhaft sitzen. Hier haben wir die großen Knüppeltrolle. Und da hinten haben wir dann irgendwie so Pärchen knastmäßig. Da setzen wir vielleicht 4, 5 Gefangene rein, dann können die sich prügeln. Landebahn und so, alles klar. Hier mache ich jetzt mal weiter noch, dass wir das Hauptquartier hier drauf kriegen. Und dann habt ihr jetzt schon mal die neue Ansicht von unserem... Ich gehe nochmal kurz ins Hauptmenü, ins Baumenü. Von unserem neuen Arsenal, Arenal, dass ich mal Arsenal sage. Ich kenne nur ein Arsenal und das gab es bei WoW damals für die Charaktere. So, Türmle haben wir uns angeschaut, ist soweit fertig. Da haben wir natürlich hier auch noch jede Menge Arbeit auf der Welt. Hier, ne, die Zackenberge und so, das kommt schon gut. So, jetzt gefällt es mal, jetzt ist das nämlich gleich, das Ding. Das hier müsste fast noch einen ganz kleinen Tick rüber, dann hier die Zellen und dann haben wir hier so eine Dreierstufe an Knastblöcken, ne? So, alles klar. Morgen sind wir wieder wahrscheinlich auf der Rennwelt, ja? Und machen da weiter. Gibt's auch noch genug zu tun. Dann pendeln wir immer so hin und her, bis wir dann am Freitag mal die Adventure-Runde auflösen. Spätestens Samstag. Dann bleibt mir nur noch, mich zu verabschieden. Schön, dass ihr wieder reingeschaut habt. Würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder am Start seid. Bis denn.